Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 1. Endlich wieder in eine neue Folge, diesmal ohne Pause, versprochen. Und den Tau haben wir natürlich auch dabei. Der sitzt in seinem Auto, währenddessen ich an meinem Auto festbacke. Wie immer. Du backst schon wieder fest? Ja, Das ist guck ja doch. Kracher ist das ja. Sieht das aus, was ich hier mache? Du drehst dich oben auf dem Auto. Ich stehe ganz normal, oder was? Ja. Jetzt? Ich bin frei. Ich bin Okay, frei. gut. Ja. So, ich fahr schon mal weiter. Ich verkaufe meine Sachen. Ja, mach das mal. So, dich behalte ich erstmal. Du kannst weg. Halt dich. Die Schrüffel verkaufe ich jetzt auch. Da habe ich sowieso keinen Bock. Hab hier eine SMG, die nennt sich Bone Shredder. 62x2. Wie viel? 63 mal 2? 62 mal 2. Ohne Elementar. Einfach nur so. Meine macht 93 mal 4. Okay. Hab's verstanden. Dann ist ja gut. Wo müssen wir denn hin? Ah, ich bin sogar richtig. Cool. Was macht denn mein Kram? Ups. Ich teleportiere mich einfach gleich zu dir. Dann passt das schon. So, vergleichen. Eine Sniper. Na, die ist aber nicht so gut. Einfach mal vor 50 Folgen einen Klassenmod gefunden, der immer noch besser ist als alles andere, was ich finde. Obwohl das hier ein lilaner Klassenskill ist. Okay. Teleportator. Oh Gott. Was seid ihr denn für Viecher? Was machst du denn da unten? Wir müssen hier irgendwo was suchen und ich schätze mal, dass es hier unten irgendwo sein wird. Yep, ich hab's sogar schon gefunden. Nein, nein, nicht buggen. So. Ach man, hier kann man gar nicht runterspringen. So, die Bombe gefunden. Wie Müssen wir komme die ich? Bombe platzieren, ja? Ja. Ich versuche jetzt gerade mal irgendwie wieder nach oben zu kommen. Weiß zwar noch nicht wie. Du machst das schon. Wenn du oben bist, kannst du dich gerne mal Ja, teleportieren oder du super. bist tot. Ja, und runtergefallen. Dann lebst du wieder. Du bist wieder ausgestiegen. Jetzt reicht's aber hier. Ey, sind die ätzend, die Viecher. Ja, steht her. Komm ich da jetzt hoch? Hey, man kann die Landschleicher gar nicht hier überfahren. Ich nicht. Was zum? Dein Auto hat sich erstmal überschlagen. Just for fun. Kann mal passieren, ne? Alter, ich fall die ganze Zeit runter hier. Boah, die machen voll den übertriebenen Schaden. Was geht bei den kleinen Viechern? Ich werde abgeschossen. Ach, da ist ein Knallharter dabei gewesen. Deswegen. Ah. Jetzt verstehe ich das. So. Achso, das ist nur so ein Spawnpunkt. Gut. Kann auch so machen. Guten Tag. Hallo. Ich So, bin wo müssen. Ja,
Kann man da irgendwie hin? Wie kommt man da rauf? Wir müssen auf diese Straße hier. Ja, ich sehe das auch gerade. Das Einzige, was ich mir denken könnte, ist, dass man fahr mal rechts rum. Rechts, 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 rechts. Noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Rechts. Zero. Rechts. Ich fahre rechts. Ich fahre nur auf zwei Reifen. Links. Auf Zeug noch links. Links. Umdrehen. Alter, dann muss genauer werden. 90 Grad nach rechts. Und da rechts, rechts, rechts. Nochmal 90 Grad rechts. Und da. Ach nee, da kommt man gar nicht oben rauf. Oh, ich dachte, da wäre eine Rampe. Also, du verarsch mich hier. Ah nee, hier links, links. 90 Grad links. Jetzt 90 Grad rechts. Bitte wenden. Nein, lass so, mein Auto in Ruhe. Jetzt lass mich mal fahren hier. So, Moment. Nein, da war ich eben schon drauf. Das ist falsch. Ja, aber das, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man hier eventuell... Nee, Mist. Das haben die eingeplant. Außerdem ist da die Brücke kaputt. Da, wo ich hinschieße, ist die Brücke kaputt. Selbst wenn wir jetzt hier auf diese Brücke kommen, kommen wir nicht weiter. Wir müssen von der anderen Seite rein. Haben die auch eingeplant? Haben sie. Ich hab's schon mal versucht. Oh, verdammt. Kommt man dann da hin? So, ich bin dran mit fahren. Irgendwie eine Rampe oder sowas? Die Brücke ist da kaputt, da kommen wir sowieso nicht rüber. Ja, aber von der anderen Seite, dass da irgendwo eine Rampe gibt oder irgendwas. Ja, was muss da geben? Steig ein. Ich will das jetzt versuchen. Nein, verdammt! Autsch. Ja, ich bin heute ein bisschen, ne? So, ich laufe jetzt einfach mal die Brücke ab von unten. So, und dann gucke ich, ob man da irgendwo von unten hoch... Aua! Von unten hochkommt. Ich mach das. Ich fahr auf die andere Seite. Okay. Okay, hier ist alles kaputt. Okay. Hier ist so ein kleines Dörfchen. Das könnte ich mir vorstellen. So, und die Brücke. Ah, die führt ins Nichts. Hey, okay, ich hab zu schießen. Also auf der anderen Seite führt die Brücke anscheinend ins Nichts. Ich nehme einfach mal an, dass dieses Dörfchen irgendwie irgendwas zu tun hat. Das Dörfchen, sagt er. Hey, ich komm da gar nicht rein. Wie kommst du da nicht rein? Noch so ein Vieh. So. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ob so kommen wir da hin. Geht doch. Müll. Die reiten auf einem Skag. Was ist los mit denen? Ja, das hatte ich auch gerade. Ich glaube, ich weiß, wie wir hochkommen. Ich hab da was gesehen gerade. Ja, so kommen wir hoch. Hallo. Guten Tag. Wir müssen hier auf die andere Seite. Ich dachte, hier wäre eine Tür. Okay. Ja. Ein Rätsel ins nächste. Ja, ich sehe eine Lootruhe. Und ich sehe, dass da eine Brücke hochgeht. Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Du bist doch der Backkönig. Ja, hab's. Na geht doch. Oh Mann, oh, ich weiß aber nicht, wie ich reinkomme. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich bin einfach hochgegangen. Ich komm da nicht drauf. So, jetzt habe ich es auch geschafft. Hast du es auch geschafft, ja? Ja.
glaube zwar nicht, dass das so geplant ist, aber. Ach, hier ist die Tür. Da anderen Seite. Sehr schön, ja, da habe ich es jetzt auch gesehen, das Tor. Jetzt auf, wegzulaufen! Danke. Okay. Ach, da. Lalalalala. Also manchmal kann ich sogar drei Kugeln abfeuern, wenn ich die Chance habe, eine Kugel umsonst zu kriegen. Das ist cool. Alter, ich steck schon wieder fest. Zweimal in einer Folge. Das muss man hinkriegen. Das kannst auch wirklich nur du. So, dann bin ich auch mal oben. Achso, da kann man gar nicht rein. Ich muss unbedingt mit der Knarre hier ziehen, ne? So sensibel? Glaubst du gar nicht. So, Quest ist erledigt. Yay! Ja, bestimmt noch eine Lootkiste oder so, ne? Möglich. Ha! Ich bin ein Genie. Oh, SMG. So, und die Sniper. Ist, die ist leider Müll. Ja. Lila und Müll, weißt du? Ach, es ist so schade. Es ist so schade. Hier wäre man. Nee, hier wäre man nicht rübergekommen. Aber nee, ich komme hier wirklich rüber. Die Brücke existiert nicht. Okay. Das ist eine Farsche. Oh, lol, da war eine Dingens hier, ne? Da war eine Lootkiste. Wo? Da auf dem. Da oben drauf. Naja. Da, wo die Kette dran ist. Ja, das ist ja nicht so schlimm. So, hier vorne können wir gleich detonieren, beziehungsweise die Stromleitung zerstören. 3, 2, 1, klick! Oh, wow. Oh, wow. Was haben wir jetzt gemacht? Ja, wir haben da oben jetzt irgendwas ummachen lassen. Naja, ist ja egal. Hätten wir auch mit dem Raketenwerfer einmal raufschießen können, hätte das den gleichen Effekt gehabt. das können wir jetzt zurückbringen. T-Bone Junction. Sunken Sea, haben wir jetzt noch was? Wir sind in Sunken Sea. Dann das hier. Banditenpatrouillen. Sind das die Autos? Ich vermute. Manchmal finde ich es ja echt unfair, dass du so schnell bist, ne? Aber auch nur manchmal. Ja. So. Ich komm mit. So. Was zum? Was war das? Oh, geil. Nicht das erste Mal, dass ich mich überschlagen habe in dieser Folge. War, sah aber cool aus. Da oben ist eine Rampe oder so. Zurück. Ich denke mal, die Gemeinde mit dem Gebiet. Ey, komm zurück, du Penner, so. Okay, das war schon mal Nummer 1. Müssen wir noch den Rest finden. Da ist einer. Ich habe das Gefühl, dass wir mit unseren Waffen schneller sind bei den Dingern. Ja, aber wenn wir aussteigen, dann fahren die einfach weg. Stimmt auch wieder. Da ist nur eine Mine, da halte ich mich mal fern von. Spinn raus. Ich treffe die ganze Zeit nicht. Ist das schlecht? Wir hätten die Typen mal vorher schon umbringen müssen, ey. Aber ich wusste nicht, dass wir die fest haben. Was ist das? Ich habe auch nicht drauf geachtet, ganz ehrlich. Da hinten ist eine Lootkiste, ja. Ja, gut. Hol du dir deine Lootkiste.
Hab sie zuerst gesehen. Ich fahr mal weiter. Will die Quest hinter mich bringen. War das. Ist sowieso besser, wenn wir uns aufteilen, glaube ich. Ja, das kann tatsächlich eine gute Idee sein. Oh, ein Schild. Ein lila Schild. Aber Müll? Ja, 500 irgendwas Schaden. Oh, Leute. Schaden sei schon Schild. Das ist natürlich wenig. So, ihr Penner, wo seid ihr? Alter. Hör auf, so krass zu sein. Oh Gott, bin ich dämlich. Huch. Ich bin gerade ins Nichts gesprungen. Das ist schlecht. Aber dafür habe ich hier gleich ein Auto zur Verfügung. Das ist wiederum stark, gut. Ey. Ja, die sind echt stark. Alter, lass mich ein Auto kaufen! Ich schleudere mich die ganze Zeit weg. Ja. So. Irgendwie Ah, da ist jemand! Ah, guten Tag. Zwei sogar. Nein, das bin ich. Hä? Wie? Achso, das bist du. Wir haben mir so ein fettes Auto gekauft. Ach doch, hier sind zwei jetzt. Autsch. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Hilf mich! Ich hoffe. Hey! Wollte schon sagen. So. So, gucken wir mal, wo sind die Gegner? Der Boost hält hier länger an. Ja, dafür ist er aber auch langsamer. Definitiv. Ja, dafür kann man länger boosten. Ich würde aber glatt behaupten, wir gehen mal auf die Straße. Wobei, von hier aus kommen wir, glaube ich, nicht auf die Straße. Okay, drehen wir das Ganze erstmal um. Ja, auf den Rädern fährt es sich besser. Wir müssen irgendwo auf die Straße kommen, dann können wir nämlich schon mal zurückfahren und dann werden wir sowieso... Alter, was geht? Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Das ist kein Ballett, Zero. Ich kann nichts dafür. Ich mach gar nichts. Ich mach das von alleine. Hat Spaß dran. Hast du jemanden gesehen? Nee, ich hab nur mal geschossen. Achso. Ich frage mich, ob wir die Patrouille nur hier in Sunken Sea bekämpfen können. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, die Brücke ist kaputt hier. Andere Richtung nicht. Ja, frage ich du, was bringt uns das? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Yay, gar nichts. Oh doch. Oh, 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 Mine! Hast du es überlebt? Nein. Es bringt nichts, ich hab's ausprobiert. Ah, Zero! Wenigstens sterben wir gemeinsam. So, jetzt sehen wir uns beide ein einzelnes Fahrzeug. Es geht schneller. 691.000. Ja komm, wir sind sowieso fast durch. Was willst du hier verlieren? Ja, ich wollte gucken, ob irgendwann die 999999 ist. Ja. Jetzt bin ich wieder weit von entfernt. Wo sind die Autos? Zero? Ja? Guck ich irgendwie schief? Nee, das gehört, glaube ich, so. Das ist total verwirrend. Ja, das ist ein bisschen inekelhaft, das gebe ich zu. Hä? Lol. Wie hat man da hingehen, wo wir gestorben sind? Ja, Einfach just for fun. Ja, Arschloch. Arschloch, ganz ehrlich. Jetzt kannst du mich auch wiederbeleben.
ganz viele Dislikes. Tada. Du hast Zero getötet. Ey, das gibt 1000, 100 XP. Wir sollten das die ganze Zeit machen. Ja. Yeah. Doch dich nicht. Okay. Alter, sind die schnell. Die einfach mal explodieren, Alter. Was ist das hier? Das ist auf jeden Fall eine Loot-Kiste. Ja, hab ich auch gesehen. Halt die Klappe. Oh. Oh. Leider beides Müll. Boah, das irritiert die ganze Zeit voll. Ich denke immer, ich gucke schief. Halt die Klappe. Halt die Klappe. So. Ja gut, aber irgendwie kriegen wir hier unsere Quest nicht fertig. Deswegen hau ich gerade mal wieder ab. Jo, Mathis. La 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 la. Sniper? Ich glaube, das ist ein Sniper, ne? Wo seid ihr denn, ihr lieben Patrouillentypen? Aha! Was heißt aha? Noch eine Lootkiste. Ach so. Okay. Das ist doch nicht normal. Ich gucke doch schief. Das kann doch nicht überall so sein. Ich bin doch irgendwie in irgendeiner Weise... Ich werde hier durchgehend verarscht. Habe ich irgendwas gedrückt? Mein Charakter ist doch schief. Das kann doch gar nicht sein. Hä? Ich wollte mich nur verarschen. Wo ist denn da bitte die Lücke? The fuck, da fehlt eine Textur. Ne, die Textur ist da, aber die Ebene fehlt. Irgendwie ist hier ganz, ganz schön was im Argen gerade. Ah. Bei dir fehlt eine Textur, ich gucke dauerhaft schief. Irgendwie ist das ganz schön komisch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Der Boden existiert nicht. Ach, schön. Zur Lütkiste. Oh, ja, leck mich, komm. Weißt du, leck mich. Also definitiv ist bei mir irgendwas falsch. Ich gucke schief. Mein Charakter ist schief. Es ist so. Selbst hier hinten. Wir reden gleich mal drüber, wenn ich bei dir bin. Dann gucken wir mal. Jetzt zu der verdammten Lootkiste. Kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit runterfalle. Okay. Hast nichts geschafft. Oh Gott, das existiert auch nicht! Existiert irgendwas? Lebe ich überhaupt? Weiß es nicht. Vielleicht bin ich ein Geist. Gott verdammt! LOL. Er hat mich einfach überfahren. Wieso warst du gerade hinter mir und dann wieder vor mir? Schon wieder 643.000. Ich dreh durch, ey. So. Der Typ kam einfach auf mich zugefahren und hat mich überfahren. Scheiße, die Scheiße ist nicht real. Aber ich gucke wieder gerade. Immerhin so. Das. Ja, ich habe hier doch eine Lootkiste gesehen. Habe ich mich jetzt selbst verarscht? Ich glaube ja. So. Drinne sein. Ich würde mal sagen, in dieser Folge haben wir kaum was geschafft, aber wir sind wieder am Ende. Ja. Sind wir schon am Ende? Ich will noch die Lootkiste. Ja gut, dann machen wir ein bisschen Überlänge und du suchst die Lootkiste und ich guck mal, ob ich vielleicht nochmal einen so einen Patrouillentypen kriege. Wobei ich das nicht glaube, weil ich ganz schön weit weg bin. Was ist...
Ich hasse euch alle! Wieso ist die Truhe hier im Boden? Ich weiß es nicht. Das ist etwas nicht in Ordnung. Ich sag's dir, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich gucke doch wieder schief. Ja, das leck mich doch! Ist doch nicht normal. Ganz ehrlich, ich fühle mich hier verarscht. Ich fühle mich hier einfach verarscht. Das macht nichts. Ich höre euch, Freunde, da hinten ist eine Lootkiste. Ich höre es euch. Ich bin doch nicht blöd. Die Typen sind einfach gegeneinander gefahren, die Deppen. Das ist die Ebene, die nicht existiert. Da ist doch das Häuschen. Ach, ich bin wieder runtergefallen. Das ist ein Häuschen. Da ist diese gottverdammte Blutkiste. Ah, dahin. Hier gibt keinen Sinn. Oder geht das Garagentor auf? Geht doch. Wie unlogisch ist das Spiel? Weißt du was, scheiß da unten. Wir beenden jetzt die Folge, da kommt man nicht hin. Das ist einfach alles nur ein Troll. Weißt du, der Weg zur Lootkiste existiert einfach nicht. Er existiert nicht. Man sieht ihn, aber er existiert nicht. Gott verdammt. Hat er irgendwie 10 Minuten dafür verschwendet, irgendwie die ganze Zeit runterzufallen. Das ist nicht schlimm, lieber Zero. Das ist nicht schlimm. So, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder ohne Lootkiste. Mann. Das regt dich richtig auf, ne? Ja, der Boden existiert nicht. Ach, schön. Das ist reinste zu verarschen, weißt du, da ist erstmal... Ich laufe erstmal die Treppe hoch und fall plötzlich runter. Denk mir, okay, vielleicht habe ich das Loch übersehen. Lauf nochmal hoch, sehe kein Loch und fall wieder runter. Und dann denke ich mir, bin ich jetzt blöd oder was? Und dann bin ich mal stehen geblieben und habe durch den Boden geschossen und habe gemerkt, dass der gar nicht existiert. So, denke ich mir, okay, kein Problem. Spring rüber auf die nächste Plattform. Bin rübergesprungen, geh ein Stück und fall wieder runter. Weil der Boden nicht existiert. Dann springe ich auch über den rüber, will auf so eine kleine Wand springen, um zur Lootkiste hochzukommen und dann existiert sie nicht. Was soll denn das? Ganz ehrlich. Ja, ich find's toll. Ich bin echt verarscht. Na gut, komm, wir müssen die Folge beenden. Oder hast du schon? Nö, nein, ich hab die Folge noch nicht beendet. Ich höre dir lustig dabei zu, wie du dich total über so eine Lootkiste aufregst, die du nicht kriegst. Ist doch klar, toll. Eine Spinne visiert mich an. Hilf mir. Oh Gott, sie ist schon da. Ich bin nicht da. Keine Ahnung. Okay, können Sie mal machen. So, wir wollten die Folge beenden, oder? Ja, warte. Ich muss es aber am Laufen machen, weil die Spinne hinter mir ist. Bin noch da. Also, ich hol mir auch mal ein Auto. Was wollen die von mir? Lass mich! Die Autos machen keinen Schaden, ey. Das ist so unnormal. So, komm, die Spinnen machen wir jetzt noch und dann beenden wir die Folge. Okay. So, der eine ist weg. Du hast dir gerade von oben runtergefallen. So. Was hat die Spinne da oben gemacht? Ich habe keine Ahnung. Alter. Gut. Ich würde sagen, das war's. Ich bin frustriert. Und wir sehen uns morgen wieder. So. Tschüss. Tschüss.